down. Bevor ich Sie begrüße und das heutige Schwerpunktthema nenne, möchte ich Sie bitten, dieses kleine Gerät, die Fernbedienung, schnell außer jeder Reichweite zu bringen. So, heute geht es beim Markt um Kunst und Kultur. Sehen Sie, gut, dass sie weg ist, die Fernbedienung, denn da wollen die Finger gerne spielen, wenn solche Themen ins Spiel kommen. Aber keine Angst, der Markt zeigt Ihnen, Kunst hat viele Zugänge. Hier ein kleines Beispiel. Oh, Kling, was machen Sie denn da? Schenkscher! Betrügerreisen? Also wenn ich Ihnen guten Rat geben darf, dann wischen Sie das mal ganz schnell wieder weg. Das gibt bloß Ärger. Schön, dass Sie geblieben sind. Kunst muss ja auch nicht wehtun. Und damit hallo und willkommen beim Markt. Heute sind wir auf der Art Cologne in Köln. Und die meisten werden sicher bei unserem ersten Beitrag sagen, es geht um Sprayen. Das ist keine Art. Das kann man verstehen, wenn es um Arbeiten wie die von Else Kling geht. Aber die Sprayer-Szene kommt in Bewegung. Sie kriecht aus dem anonymen Untergrund. Der Sprayer 95 bemalt mit seinem guten Namen. Und es lockt eine schöne neue Farbe. Die Farbe des Geldes. Die Gefahr bedeutet einem Glücksritter nichts. Sie ist ein Teil des Abenteuers. Diese Glücksritter nennen sich Zeek und Aid. Ihr Abenteuer früher wie heute Graffiti sprühen. Ihre Angst früher, dabei entdeckt zu werden. Ihre Angst heute, dabei unerkannt zu bleiben. Denn was sich geändert hat, diese Sprayer arbeiten heute auf Bestellung. Zeek und Aid oder Klaus und Oliver. Ein Auftrag wird besprochen. Sorgfältig. Motive, Material und Zeitaufwand genauestens diskutiert. Klaus und Oliver sprühen vor Ideen. Aber noch ist Bundeswehrsoldat der eine, Zahntechniker-Lehrling der andere. Noch hat das Büro von Klaus und Oliver eine Schlafgelegenheit und wohnliche Atmosphäre. Denn ihre Wohnung ist das Büro. Als Kaufleute sind Klaus und Oliver Amateure. Verträge werden per Handschlag gemacht. Die Werbestrategie heißt Mund-zu-Mund-Propaganda. Dennoch funktioniert sie mehr als zufriedenstellend. Letzten Monat hatten wir so viele Aufträge, hätten wir uns nicht träumen lassen können. Also ich habe immer davon geträumt, einmal vielleicht später mal davon leben zu können. Aber dass es jetzt so krass kommt, hätte ich nicht gedacht. Davon leben zu können, Miete zahlen und Unterhalt irgendwann. Keine unrealistische Perspektive. Was noch fehlt? Professionelleres Auftreten wahrscheinlich erstmal. Dann wäre nicht schlecht, wenn man sich einen PC zulegen würde, um Kostenvoranschläge zu drucken. Ja, das kommt alles. Wir sitzen alle noch in den Startlöchern. Eines ist schon professionell, das Handwerk und die Auftragslage. Trotzdem macht die Kalkulation Probleme. Man kann nicht einfach sagen, der Quadratmeter kostet so und so viel, weil jeder möchte was anderes haben. Farbtöne und Lacke, die Größe des Bildes, Zeit für Skizzen und der Anfahrtsweg oder bei Bedarf ein Gerüst. Faktoren, die den Preis bestimmen. Für die Bilder von Klaus und Oliver geben die Auftraggeber mehrere tausend Mark, aber leider Gottes nicht in Cash. Bisher zahlten sie den größten Teil in der Währung der Sprayer, in Dosen. Dosen für den privaten Gebrauch, das teure Hobby. Aus der finanzierten Freizeit soll die Existenz werden. Gewerbeschein anmelden, dann kann der Auftraggeber halt die Kosten absetzen, wir bezahlen Steuern. Glaubst du, dass man mit Graffiti reich werden kann? Wenn man es professionell aufzieht, ja. Kein Problem. Heinz Theiss, Kettenfabrikant, Mittelständler. Einer der Kunden von Klaus und Oliver. Eine Lagerhalle am Stadtrand von Köln. Der Ursprung ist, diese Professoren wollten eine Maschine konstruieren, die für unsere Produkte in Frage kommt. Sie sind sich aber nicht einig geworden. Und haben auch dem Kettenfabrikanten geht es um Geld. Er denkt praktisch. 2500 Mark bezahlte er für 50 mal 5 Meter Graffiti.
Eine kostensparende Investition. Der Maschinenführer, der hier oben, der kriegt schon die Wut und zeigt mit der roten Lampe. Das ist bestimmt die kostengünstige Alternative. Das durch eine Fachfirma machen zu lassen, hätte bestimmt 20.000, 30.000 Mark gekostet. Und das nur entfernen hätte nichts genutzt, da die ja die Wildspreier ja wieder gekommen wären und hätten uns das Ding wieder von neuem lackiert. Graffiti ist Ehrensache. Der Ehrenkodex unter den Sprayern heißt, gute Bilder werden nicht übersprüht. So schützen professionelle Arbeiten vor ungewünschten Schmierereien. Von den Halbprofis zu den Vollprofis. Gleiche Szene, Frankfurt. Helge Steinmann, genannt Bomber. Auch hier sprühende Fantasie. Helge Steinmann und sein Partner Koros Raffi sind Oxygen, die erste Graffiti-Agentur Deutschlands mit Büro, PC und Kopierer. Vermittelt Sprayer an Kunden, hat 30 Künstler unter Vertrag europaweit. Preise zwischen 2.500 und 20.000 Mark. Vom Honorar der Sprayer bekommt die Agentur für Vermittlung und Vertragsverhandlungen 25%. Die Produktpalette geht weit über Hinterhofbilder hinaus. Im Repertoire der Spray-Kaufleute Visitenkarten, Plattencover, Werbeaufsteller und Messebau oder die Gestaltung einer Kantine. Graffiti als Image. Gekaufte Jugend. Wir machen uns den Markt. Das Graffiti war, hat es so mehr oder weniger diesen Fable des Unberührbaren. Ja, aber auch deswegen, weil viele Unternehmen oder viele professionellen Anwender nicht wussten, wo sollen sie sich hinwenden. Und nun haben sie eine Adresse und können sich an uns wenden. Noch ein Graffiti-Markt, Roermond in Holland. Das Spezialgeschäft. Farben mit hoher Pigmentzahl, Dosen mit variablen Düsen für feine Striche oder breite Sprühflächen. 1000 Spraydosen pro Woche verkauft Alvin Meisters, auch im Versand. Tendenz steigend. Angefangen hat es mit Hip-Hop-Klamotten. Jetzt finden die Sprayer hier alles für den täglichen Bedarf. Preise pro Dose zwischen 6 und 19 Mark. Und die Konkurrenz Baumarkt? Die sind ungefähr gleich. Ne? Wenn man dann eigentlich zum Baumarkt geht, kann man natürlich auch seine Ware kaufen. Das ist ein Problem. Aber ja, das ist eigentlich wie eine Stammkneipe. Wo geht man lieber hin? Zurück in Köln. Noch anderthalb Minuten Graffiti. Auch Hans Bertheit verdient sein Geld mit Graffiti. Genauer gegen Graffiti, noch genauer gegen unerwünschtes Graffiti, Schmierereien. Bertheit, sagt er, vertreibt ein perfektes Reinigungsprogramm. Damit können seine Mitarbeiter und auch jeder Hausbesitzer beinahe jedes Bild entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Mehr noch, es gibt eine Imprägnierung im Sortiment, von der sich ohne Kunst jede Kunst problemlos wegwischen lässt. Graffiti, Wisch und weg. Das Geschäft läuft wie geschmiert. Sie sehen es ja hier, es ist immer gleichmäßig. Gut, wenn Sie so wollen. Kann man denn sagen, dass Graffiti-Sprüher ihre Existenz sind? Könnte man fast so sagen, aber ich habe keine angestellt. Gefahr bedeutet einem Glücksritter nichts. Sie ist ein Teil des Abenteuers. Für Klaus und Oliver sind Hans Bertheit und seine Chemie keine Gefahr. Ihre Arbeit ist immer erwünscht und sie sprühen sowieso ihre Zukunft in rosa Farben. Man muss nicht jetzt immer nur mit der Dose irgendwo an der Wand stehen. Man kann Stühle, Möbel entwerfen, alles Mögliche. Die sind super kreativ halt. Oder? Ja, du auch. Ja, klar. Also, liebe Haus- und Wandbesitzer, die Sie Opfer von Else Kling oder Ihren jungen Kollegen geworden sind, wäre das nicht die Lösung, das Lachen wieder zurückzubekommen? Trennen Sie sich von der Opferrolle, seien Sie offensiv, jetzt, wo es Geld kostet. Erzählen Sie einfach, Sie hätten es immer schon gewollt und dadurch natürlich eine Menge Geld gespart. Wenn Ihnen dieser abstrakte Tipp für die Außenwand nicht das Lachen zurückbringt, dann hätten wir noch einen konkreten Tipp für die Innenwand.